öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen. Nach Meridian. Öffnet das Tor. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Die haben aber eine komplett andere Kluft als ich irgendwie an. Und kämpfen trotzdem mit meinem, dem gleichen Bogen wie ich. Okay. Die Stadt der Sonne. Neue Quest und neue Stufe mit neuen Fähigkeitspunkten. Aber ich glaube, wir haben erst jetzt wieder einen. Deshalb bringt es ja noch nicht in die Fähigkeiten rein zu. Oh, ich sehe schon wieder Nebenmissionen. Ach, das ist der Hauptmann. Der hat eine Nebenmission für uns. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lag hier befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lag hier sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Der hat Schiss, das ist alles. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Okay, was ist das? Stufe 15? Gut, das haben wir ja erreicht. Im fremden Land. Gut, ist das Arbeit? Ach ja, hab ich das nicht ge... Na, gehen wir doch gleich zum... Reisen wir doch mal. Ah, ich habe aber nicht immer viele Schnellreisedinger. Müsste ich mir vielleicht bald mal, ich denke mal, dort wird es auch einen Händler wieder geben. Vielleicht wäre es besser, wenn ich das mal ein bisschen auffülle. Aber um das ja eigentlich auch nur für Nebenquests brauchen. Mehr Maschinen, also wird es, denke ich mal, wirklich härter. Weil das jetzt noch so extrem hektisch ist, wie ihr vor uns bei den großen Ding schon wieder gesehen habt. Hier müssen die Maschinen auf Hauptmann Balans Patrouille getroffen sein. So. Untersuche das verlassene Dorf. Hier sind ein... Was ist das? Grosso? Breitköpfe, okay. Hier ist dieses verlassene Dorf, was ich untersuchen soll. Schauen wir mal, ob wir mit unseren Sinnen irgendwas hier in der Gegend... Ah, hier ist was. Einer der Kaja ist hier gefallen. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin?
So, da gibt es doch hier bestimmt eine Spur. So. Fährt schon mal hier vorbei am Haus. Wir haben eine Spur, also dürfen wir es ja auch bald herausfinden können. Hoffe ich zumindest. Ah, noch eine Leiche. Was? Noch ein Kajak, wenigstens ein schneller Tod. Okay. Die müssen ja dann erschossen worden sein oder so. Ey, alles ist chillig. Ich will dir nichts. Ist es. Das kann nicht der Helm des anderen Kaja sein. Ups. Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Das kann ich gut gebrauchen. Ah, jetzt sind sie geschwommen. Überall Blut. Hier hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Oder das Vieh ist immer noch hier drin, ne? Respekt, dass du so mutig bist. Aloy. Da an der Seite ist auch schon wieder was. Sieht man auch ein Wächter aus. Ich müsste einmal. Oh Gott, ich höre was. Hä, wo ist denn der? Uha. Ich war nicht mal ganz blau und kriegte doch keine Frau. Bei der Sonne. Wo ist denn der? Bei der Sonne. Erfülle mich mit Wonne. Ist das Tor versperrt? Ist mein Leben nichts mehr wert? Tod finden sie mich dann. Und meine Leiche starr und flamm. Ich will wieder nach Haus. Dann rücke ich nie mehr aus. Bei der Sonne. Wo ist hier? Deine Wonne. Und jetzt? Ach ja. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut. Dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Ohne meine Waffe kann ich nicht zurück. Finde den Bogen, bitte. Ich hole ihn, aber bitte, sing nicht mehr. Okay. Vorsicht vor der Maschine. Das sieht nicht freundlich aus. Gib mir gleich mal auf Feuer. Ach so, das kann Fernangriffe.
Oh, ja, 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 ja. Und fertig. So, jetzt haben wir hier noch die einen Gewächter. Jetzt probieren wir es nochmal mit diesem Tutorial. Bin schon mal gespannt, ob. Jetzt jagen Sie mich. Bin schon gespannt, ob wir es hinbekommen. Hä, was war das? War das ein Scan? Okay, ist komplett weggespült. Wow, oder man läuft halt direkt rein. Hallo, ich wollte eigentlich jetzt so. Könnt ihr vergessen. Ah, doch. Ich habe es also von uns die falschen Pfeile benutzt. Oder bleibe auch nicht stehen. Oh Gott. Das waren doch schöne Treffer. Bleiben immer noch zwei Wächter. Schau her. Mann! Verdammt! Ich wollte kein Teil runterschießen. Schön. Tutorial Scharfschussbogen. Okay. Nächstes 8 und einmal Stolperfalle. Okay. Halte ich mir mal im Hinterkopf. Aber es tun wir erstmal wieder sammeln. Ich bin froh, dass ich jetzt nochmal die extra 1330 Erfahrungspunkte gesammelt habe mit dieser kleinen Aufgabe. Na, halt nicht. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Kommen wir erstmal zu dem Ding und holen uns seinen Bogen. Ich hoffe nicht, dass noch ein zweites hier irgendwo ist. Schnapp mal Linse, habe ich genug. Kaja-Bogen. Jetzt müssen wir zu unserem Kollegen wieder zurück. Ah, die Mission, die sich gestaltet sich gerade ziemlich, ja, human, nicht kompliziert, nix. Das freut mich. Es gibt ja Spiele, wo du wirklich auf Krampf wirklich schwitzt ohne Ende, bis du die mal endlich erfüllt hast, weil du dir einen Wolf einfach nur suchst. Dass das hier eine schöne Abwechslung. Hier ist dein Bogen. Dann viel Glück. Danke, ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Möge die Sonne mit ihnen sein. Okay.
Ich bin halt mal gespannt, dass du auch, ob du das auch schaffst. Von hier aus. So, da wir jetzt wieder keine neue Quest bekommen haben, würde ich sagen, können wir das alles wieder schön abkürzen mit so einer Schnellreise. Oh, das ist aber wieder ein langer Weg. Oh, hier ist ein Langhals. Ich glaube, den tue ich mir dann. Den hole ich mir dann. Ja. So, du machst mal wieder Reisen. Schauen dabei mal in die Stadt hinein. Wir haben ja oben dort wieder einen schönen Händler gesehen. Vielleicht hat er ja wieder neue Sachen für uns. Aber am besten wären eigentlich... Ja, eigentlich solche Munition, die ich noch nicht habe. Wenn ich schon dran denke. Lecker Schmecker. So. Dann setzen wir uns erstmal einen Wegpunkt zum Händler. Ich hasse dieses Wetter. Oh, du Armer. Sonnenblumig erwartet die Leute befreit, die sein Vater versklavt hat. Ah, hier in der Mitte ist er. So, Waffen. Karscher Kriegsbogen. Oh cool, die kann Frost bewirken. Der Karscher Kriegsbogen. Der Kriegsbogen kann Elektroschaden, wie es aussieht. Ja, der kann die Gegner paralysieren. Hier der Karscher-Regenbogen halt die Flammen. Seilwerfer. Paralyse. Rassler. Was ist denn ein Rassler? Ach, das ist so eine größere, wo man sich so ein bisschen langsam bewegen kann. Ja, der macht halt Frostschaden. Der macht Feuer und Panzerbrechende. Der ist mächtig bestimmt. Ja, und das? Was ist denn das da unten, das Teilzeichen? Sagt mir ja überhaupt nichts. Das ist halt die Frage, ob jetzt solche Gegner halt auch kommen. Ich kann den einmal mit Schockladungen ausstatten. Oder mit Eis. Ah, würde ich sagen, können wir schon kaufen, oder? Ja, komm. Ausrüsten. Setzen wir hier drüben rein. Kaufen. Outfits, was Neues hat er ja. Okay. Das sieht brutal aus, muss ich zugeben. Ah, jetzt haben wir halt nur noch 190. Ah, oh, das sieht stylisch aus, oder? Das gefällt mir sogar. Ah.
Ja, die sind nicht einmal so schlecht, wie ich finde. Munition, Nachtigallenschalter. Verkaufen. Ah, ich weiß ja noch nicht, was man braucht und was nicht. Tutorial, Karte für Kriegsbogen. Okay, Kriegsbogen. Feuere mit Schockpfeilen auf Energiezellen. Karte schafft das wieder die Stufe 18. Ah, kann man eigentlich, kann ich nur noch und noch bis so in einen Angriff nehmen. Das einzige vielleicht mal nochmal für meine neue Waffe noch genau. Ah, Eis und für Schock können wir hier ja ranmachen. Da tun wir halt einmal Schock. Das andere machst du mal mit Eis ausstatten. So, dann Eispfeil, Schockpfeil. Gut, haben wir 5 und 5. Okay. Hier haben wir ein bisschen was. Gut. Ich mache das schon, seit ich klein bin. Hat uns der Händler ja gute Dienste geleistet, ja, würde ich sagen. Gehen wir wirklich erstmal zum Langhals. Aber zuvor muss ich erst nochmal schauen. Ja, hier unten lang. Mein Lieblingscousin will ein Osseram-Mädchen heiraten. Jiha! Oh, Fertigkeitspunkte haben wir auch wieder 3. Das ist sehr nice. Ah, es gefällt mir alles nicht so. Alles. Das schmeckt mir. Das muss ich gleich 3 benutzen. Anders geht's nicht.